Bildungsthemen. Ja, also ich steige da im Endeffekt direkt ein. Ich glaube, wir sind uns alle ziemlich einig, wenn es um diese ganze Problematik geht und wo ein Lösungsansatz einfach her muss. Davon abgesehen, dass natürlich auch wieder bemängelt wird, ja, so und so viele Leute stimmen ab. Ich meine, es ist wieder diese typische Gretchenfrage, wie binden wir die Leute ein? Wie erreichen wir größtmögliche Beteiligung und erhalten trotzdem noch ein sinnvolles Arbeitsbild? Ja? Wie du es gesagt hast, 200 und so viele Leute wollen hierher kommen. Wie wir sind hier, die gleichen Gesichter, die man immer so sieht, zu 90%. Ja? Aber ja, wir können halt nur versuchen, das Ganze über einen Prozess, über öffentliche Arbeit, über Motivation der Leute zu verbessern. Wir müssen versuchen, die Menschen einfach zu motivieren, sich einzuarbeiten, mit einzubringen und gerade in Bezug auf Anträge vielleicht auch einfach einen Prozess haben, wie man das Ganze gestalten kann, um möglichst viele Piraten im Vorfeld mit reinzuholen. Möglichst viele Piraten, die sich schon beschäftigt haben mit dem Antrag, den man vorstellen will und so weiter und so fort. Ich habe mir da im Vorfeld jetzt ein paar Gedanken gemacht, habe jetzt vorhin noch eine tolle Präsentation zusammengeklickt. So. Von der Idee zum mehrheitsfähigen Beschluss, ein Konzept. Ich will das jetzt also kurz vorstellen. Es gibt vier verschiedene Phasen, die ich jetzt mal so grob benannt habe. Ich würde jede Phase, wie ich es mir gedacht habe, kurz vorstellen. Würde dann gern euer Feedback dazu haben. Wo seht ihr da Verbesserungen? Was sollte man vielleicht komplett anders machen? Was ist totaler Käse, was ich mir ausgedacht habe? Und so weiter und so fort. Das ist meine Vorstellung. Und deswegen fange ich jetzt einfach an. Es wäre die erste Phase, ist quasi eine konzeptionelle Phase. Erstmal muss man sich überlegen, was ist eigentlich das Problem? Ja, oder was ist die Idee? Was will ich eigentlich erreichen? Und ganz wichtig, einfach das auch schon zu kategorisieren, in welchen Bereich fällt das denn rein? Ist es Gesundheitspolitik? Ist es Bildung? Ist es wer weiß was? Ja, das ist erstmal wichtig. Zweitens, und das ist noch viel wichtiger, man sollte nicht immer in das Problem denken, man sollte daran denken, was ist eigentlich das Ziel? Was will ich denn haben? Was ist denn das, was ich erreichen möchte und wie komme ich dahin? Nicht, ich finde das doof, sondern ich will das dahin ändern. Einfach dieses positive Denken, konstruktiv auf ein Ziel zuzugehen und nicht immer nur zu sagen, das lehne ich ab, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann sollte man schauen, wenn man hat, ja, ich habe da eine Idee, man sollte erstmal innerhalb der Partei prüfen, gibt es vielleicht schon sowas? Vielleicht machen sich ja ganz andere Leute schon Gedanken darum, vielleicht haben die das sogar schon bearbeitet. Warum sich den ganzen Kram mal von Neuen antun, wenn Leute schon Vorarbeit geleistet haben? Das ist quasi für einen persönlich dann eine Arbeitserleichterung. Eventuell findet man auf die Weise dann sogar schon eine Gruppe, die existiert, die sich mit den Themen beschäftigt, wo man sich mit ranhängen kann, wo man sich quasi zusammenarbeiten kann und man muss nicht als Alleinkämpfer erstmal anfangen, sich irgendwelche Personen zu suchen, die einem helfen und so weiter und so fort. Und dann sollte man auch einfach mal recherchieren, was zu diesem, man hat ein Problem und außerhalb der Partei gibt es vielleicht auch klüge Köpfe, die sich um solche Sachen kümmern. Was gibt es denn da vielleicht für Lösungsansätze? Was kann ich denn davon übernehmen? Vielleicht gibt es da ganz neue Möglichkeiten, vielleicht wird das Denken von einem selber quasi erweitert. Ja? Also man sollte erstmal ein Konzept rund um das, was man eigentlich will, sich aufbauen, um erstmal überhaupt in die Thematik richtig einsteigen zu können. So, konzeptionelle Phase. Bitteschön. Ernst. Ja, also ich halte es für Käse. Hast du ja gesagt, kann man sagen. Also ich glaube, das ist ein soziales Problem, was du hier ansprichst. Du wirst nicht die Arbeitsweise von den Piraten grundlegend ändern können. Das können allerhöchstens Empfehlungen sein. Ich glaube, dass wir das nicht, auch gar nicht angehen können, sondern wir können rein systemtheoretisch nur ein System vorgehen, was vielleicht bestimmte Dinge unterstützt. Und das ist das, wo wir den Ansatz haben. Das in eine feste Form zu gießen, wurde schon öfter versucht und ist bisher immer gescheitert und wird auch weiterhin scheitern, weil jeder Mensch anders tickt und jeder Mensch anders Anträge vorbereitet oder erstellt. Und deswegen glaube ich, dass das nicht wirklich zielführend ist, das für alle sozusagen jetzt als Best Practices oder so vorzuschreiben oder wie auch immer das wirklich funktioniert. Also ich will es keinem vorschreiben, ich will es als Angebot unterbreiten, wie man vielleicht sinnvoll das machen kann. Wenn man einfach gar keine Idee hat, wie man so einen Antrag erarbeitet, wie er zu einem sinnvollen Ziel kommen kann, einfach einen Leitfaden geben, dass sich daran keiner halten muss, ist wie bei allen bei uns.
ganz klar. Ich will einfach nur versuchen, aber ein bisschen Struktur reinzubringen, wenn es denn möglich ist. Cemo. Also, genial. Ich finde schon, wie du gerade auch selbst gesagt hast, das ist Best Practice. Best Practice bedeutet einfach, wenn Leute da sind, auch bereit sind im Kopf, neue Informationen aufzunehmen und lesen und sagen, naja genau, was will ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Und das ist genau das, was uns fehlt. Und das ist das, also André, ich finde das wirklich genial, was du da ausgearbeitet hast. Das ist genau die Professionalisierung, die ich mir in dieser Partei wünsche. Zu fragen, wo will ich hin? Wie komme ich da hin? Und wer hilft mir dabei? Und vor allem auch, wie komme ich an Informationen, den Leitfaden irgendwo zur Verfügung zu stellen? Ob ich ihn anwende oder nicht? Aber im Endeffekt siehst du im Ergebnis, ob einer diesen Weg gegangen ist, weil für mich ist das ganz einfach klassisches Projektmanagement. Wo will ich hin? Wie arbeite ich das aus? Wie komme ich da hin? Was sind meine Ressourcen? Was sind meine Schnittstellen? Und dann habe ich im Endeffekt ein Ergebnis. Deswegen, ich bin voll bei dir und ich finde es absolut genial. Ich bin bei der Sache mehr beim Ernst. Dieser ganze Plan finde ich schön und gut, aber den hatten wir oder hatte ich auch schon 50.000 Mal im Kopf, war auch in unserer Gruppe schon 50.000 Mal im Kopf. Und es ist dann trotzdem alles wieder komplett anders gelaufen, weil man ist dann wieder mitten in der Diskussion drin und dann ist man wieder dagegen und keine Ahnung. Eigentlich braucht man in jeder Gruppe, wo irgendwas ausgearbeitet wird, immer irgendjemanden, der sagt, so, Moment, jetzt stopp mit der Diskussion, jetzt gucken wir wieder, was ist das Ziel. Jetzt gucken wir wieder, also du brauchst irgendjemanden, der das managt und der immer wieder an diese Punkte erinnert. Und solche Leute musst du dann erstmal irgendwie wieder finden. Und ansonsten ist jeder nämlich wieder alleine gestellt. Dann ist jeder wieder, jeder versucht dann irgendwie zu prüfen, gibt es ähnliche Ansätze in der Partei. Aber jeder weiß dann wieder nicht, wo finde ich das jetzt raus? Muss ich jetzt die ganze PBH durchlesen, bis ich irgendwie was gefunden habe? Oder jeder versucht dann auch irgendwie für sich zu recherchieren. Ich finde Ideen gut, aber ich glaube nicht, dass ich das so systemtheoretisch gut umsetzen lässt. Ich bin jetzt relativ neu bei den Piraten, das Ganze ist jetzt so 2-3 Monate alt, aber wenn ich das hier sehe, man könnte diese gesamte Sache eigentlich jemandem, jetzt ist ein fürchterliches Wort, aufzwingen, indem ich im Computer selbst eine Maske aufbaue, indem ich genau diese Fragen abstelle. Zum einen, wie nenne ich das Ganze, zum anderen, wo ordne ich das ein und wie sieht der Vorschlag aus? Das heißt also letztendlich, wenn ich diese gesamten Punkte, die ich jetzt hier aufformuliert habe, in der Maske abfrage, dass ich jemandem letztendlich sage, okay, du willst einen Vorschlag machen, wo willst du den bitte ansetzen, in welche Thematik ordnest du das ein, dann findet das Ganze eigentlich in irgendeiner Form automatisch statt. Und das fände ich sehr, sehr gewinnbringend auch, weil letztendlich alle die, die mit diesen gesamten Vorschlägen dann zu tun haben und arbeiten, letztendlich oder die Vorschläge gleich dorthin geführt werden, wo sie hinkommen sollen. Insofern, letztendlich finde ich es fast selbstverständlich, was da vorne steht. Also, lese mal ein bisschen phonetisch. Natürlich ist das konzeptuell toll, wenn du dich daran hältst oder jeder andere auch. Ja. Darum geht es jetzt gar nicht. Aber was meiner Meinung nach übersehen wird, ist, ein System prägt, wie es behandelt wird. Und unser System ist derzeit so, es gibt keine Fristen, jeder kann einen Antrag spontan einreichen. Und das führt zu Dingen, die werden mit dieser konzeptionellen Phase nie konform gehen können, weil, erstens, ich weiß als Besucher des Landesparteitags nicht, was wird behandelt, also warum soll ich mich vorbereiten? Denn wenn ich alle Anträge durchlese, bin ich am Ende der Arsch. Das ist schon mal der erste Schritt. Ja? Da habe ich Arbeit umsonst gemacht. Aber dann kommen spontane Änderungsanträge und so weiter und so fort. Und das passt alles nicht zusammen. Ja, wenn ich mal kurz, das Konzept baut auf, es sind 4 Phasen. Wir kommen nachher zu einer Satzungsänderung, die Fristen setzt. Dieser Block ist thematisch aufgebaut und wir werden genau zu den Punkten, die du jetzt ansprichst, noch kommen. Ich gerne nach vorne haben, weil meiner Meinung nach ist das... Nein, von der Idee, Du fängst bei der Idee an und kommst am Ende zu dem Beschluss und nicht vom Beschluss zur Idee. So, und ich würde jetzt gerne euch 3 noch, dann würde ich, oder 4, dann würde ich die Rednerliste schließen, weil ich dann auch weitermachen will zur nächsten Phase. Wer war jetzt zuerst? Ralf, ich glaube, du hast zuerst nichts gemeldet. Ich möchte im Rahmen dessen gleich nochmal auf meine E-Mail und den Versuch, das Ganze im BAG-Programm zu installieren, verweisen, weil ich da wiederum ein systematisches Problem sehe, was ich, da bin ich ganz bei Ernst, nur
vermeiden lässt, wenn man den sozialen Aspekt an diesen ganzen Erarbeitungsprozessen angeht. Das Problem bei einem sinnvollen Konzept ist, dass es die Leute anwenden, die sich gut von sinnvollen Konzepten leiten lassen können. So, die Leute, die sich gut von sinnvollen Konzepten leiten lassen können, die machen das so oder so, die brauchen dieses Konzept nicht. Dieses Konzept richtet sich, so wie es da steht, an die Leute, die man mit so einem Konzept systematisch nicht erreicht, die sich in der Antragserarbeitung verzammeln, die ein inhaltliches Anliegen einem bestimmten Themenbereich zuordnen und dabei übersehen, dass es vielleicht auch in einem anderen Themenbereich betrachtet werden kann und das deswegen nicht wahrnehmen. Die sich in der Partei, in Wiki, in sonst was noch nicht sicher genug orientieren, um ein solches Konzept ausnutzen zu können. Insofern glaube ich, dieses Konzept ist total sinnvoll, beschreibt aber das Vorgehen derer, die es schon gut machen und hilft denen, die es noch nicht gut machen, auch nicht weiter. Und dem ist, glaube ich, nur mit persönlicher Begleitung durch Menschen zu helfen und nicht durch Konzepte. Deswegen bin ich so erpicht darauf, irgendwie das. Ja, das kann ja auch so eine Tour machen. Ja, ich glaube, das Problem am Sonntag in Gernsheim war eben nicht, dass Neulinge Anträge eingereicht haben, dass spontane Anträge hinzukamen. Das Problem war, dass wir keinen Prozess haben, einen komplexen Programmblock, wie es eben der AK-Bildung eingereicht hat, ordentlich zu bearbeiten. Weil wir haben die Tagesordnung im Groben betrachtet nämlich nicht verlassen. Wir sind in der Tagesordnung geblieben. Das heißt, die Änderung der Tagesordnung war nicht das Problem, sondern die Komplexität des Bildungsprogramms, dass der nicht zustimmungsfähig war. Der Konsens hat gefehlt, ihn als Block anzunehmen. Wir hätten ihn als Block angenommen. Wären wir in der Tagesordnung auch weitergekommen, hätten andere Anträge bekommen und hätten das Problem sicherlich bei den nächsten Programmblöcken in anderer Form, sei es Energiepolitik, gab es welche und sonst irgendwas, auch haben können. Das heißt, die Komplexität von ganzen Programmblöcken ist das Problem an der Stelle gewesen. Nicht Tagesordnung, nicht spontane Änderungen, nicht neue Leute, die nicht in Prozessen drin sind, die man Anträge einreicht. Ja, ich meine, zu dir, es ist letztendlich zwingend erforderlich, gerade wenn die ganze Parteitag organisieren oder letztendlich auch bei der Veranstaltung hier, dass ich Fristen habe, an die sich letztendlich jeder hält. Das ist sowas, das lief mir bei vielen Stammtischen auch über den Weg, dass ich auf Leute stoße, die letztendlich wirklich intelligente Menschen sind, wenn ich denen sage, okay, dann bauen wir eine Struktur auf, über die wir arbeiten, dann urplötzlich mich fast vom Kopf stoßen, eine Struktur, aber jegliche Struktur vom Grundsatz her komplett ablehnen und sagen, ich will keine Struktur, ich will das machen können, was ich will, keine Verantwortlichkeiten übernehmen. Sobald ich irgendeine Verbindlichkeit erwarte, sofort zurückgehen und sagen, ich will keine Verbindlichkeiten und letztendlich jegliche Verpflichtung aus dem Weg geht. Ich kann aber mit einer Organisation von 3.000, 4.000, 5.000 Leuten, die vielleicht mal 30, 40 oder 50.000 oder mehr Leute werden will, nicht strukturfrei arbeiten. Ich muss das Ganze, vor allen Dingen, wenn es Veranstaltungen über zwei Tage, wenn es um Veranstaltungen über zwei Tage geht, Strukturen aufbauen und dann bedarf es Fristen und dann bedarf es bestimmter Verfahrensweisen. Wie gesagt, wir kommen gleich dazu. So, du noch und dann mache ich erstmal weiter. Ich sehe hier eigentlich zwei Ansätze der zwei Welten. Einmal der Wunsch, irgendetwas zu erreichen, das geht also mit dieser Struktur, das ist eigentlich auch meine Art, irgendwas anzugehen, wenn es um Probleme geht oder um Ziele. Und die andere, die ich natürlich auch nicht verachten muss, ist die menschliche, die soziale Komponente. Es gibt also Leute, die sich sehr gerne mitteilen. Jetzt würde ich mal freier angehen, der zum Parteitag geht. Und der Anregung, die sich selbst die Frage zu stellen, gehe ich doch dahin, um mich mitzuteilen oder gehe ich dahin, um irgendetwas zu beschließen. Das heißt, mit dem, was da behandelt wird und vorbereitet wurde, bin ich damit einverstanden oder weniger oder lehne ich das ab. Das wären also eigentlich die zwei Ansätze. Das ist die Frage dazu, was ist die Aufgabe von Parteitag, damit gehe ich dahin. Okay. Ich werde es anders machen, ich werde es die nächsten drei Phasen am Stück vorstellen, weil
weil Fragen, die es hier beziehen, dann später aufgenommen werden, das ist nicht zielführend. Das sagt doch dann alles, oder? Ich bin mal Soziale aus. Okay, Phase 2 habe ich mal positionelle Phase genannt. Das heißt, man erarbeitet, jetzt geht es auch ein bisschen um die Tools, die wir haben, dass wir die auch nutzen. Man erarbeitet in einem öffentlichen Pad, was man eigentlich will. Also man skizziert quasi die Idee mit dem gewünschten Ziel und äußert seine Grundgedanken, wie man dieses Ziel erreichen will. Als nächstes versucht man sich Mitarbeiter zu holen. Also man veröffentlicht quasi diese Idee, dieses Ziel, diesen Gedanken über der Mailingliste. Man könnte zum Beispiel, ist ein Gedankengang, dass man quasi eine eigene Antrags-Mailingliste hat, wo quasi Leute, die Anträge arbeiten, da nur schicken, hier, hallo, das ist mein Antrag, der ist in der Phase. Kommt doch mal vorbei, wenn ihr mitmachen wollt, in einem Forum, im Wiki, wie auch immer, das muss man halt gucken, was da am sinnvollsten ist. Das veröffentlicht, um einfach Gleichgesinnte zu finden, Hilfe zu finden und um dieses Problem, diese Problematik, diesen Antrag, das allererste Mal schon in die Parteiöffentlichkeit zu bekommen. Weil das ist ein Problem, was wir haben und was wir in Gernsheim hatten. Es waren über 100 Anträge und ich persönlich kannte davon auch nur einen Bruchteil, weil die einfach eine Woche vorher alle eingereicht wurden. Ich habe keine Ahnung, wer da alles wann und wie bearbeitet hat. Und so schafft man also früh Öffentlichkeit, was auch wichtig ist, weil man dann einfach auch für seine Position mehr Piraten, glaube ich, gewinnen kann. So, dann geht es weiter. Man erarbeitet also dann konkrete Position. Man kommt also von dem Ziel in den Weg zur konkreten Position. Das macht man kollaborativ am besten, also mit den Mitarbeitern oder Mitpiraten, die man gewonnen hat. Man definiert Arbeitstreffen, die kann man virtuell abhalten, die kann man gerne auch persönlich abhalten. Man sagt auch wieder hier, Leute, dann und dann finden da statt. Und man sollte definieren, was ist das Ziel von so einem Workshop. Man sollte nicht immer sagen, ja, wir reden jetzt generell, wir arbeiten jetzt irgendwie aus, sondern man sollte sich ein Ziel setzen, was man am Ende dieses Workshops erreicht haben will, innerhalb der Programmausarbeitung. Das ist, glaube ich, wichtig. Und es ist einfach dann, es ist wirklich, wie du es gesagt hast, es ist halt Projektmanagement, ja. Man definiert quasi Milestones und informiert dann auch, so, mein Antrag befindet sich jetzt in der Phase, wir haben das und das geschafft, um einfach die Leute auf dem Laufenden zu halten, wenn sie einsteigen wollen, wo man eben ist. Dann finalisiert man quasi diese Position konkret und versucht dann wieder über die Parteiöffentlichkeit Qualität zu erhalten. Also man sagt, hier Leute, das ist die Position, ist jetzt ausdefiniert, schaut bitte rein, gebt mir Feedback dafür, um einfach eine Qualitätssicherung zu erhalten, dass das, was ich da geschrieben habe, gemacht habe, auch sinnvoll ist und nicht irgendwelcher wirrer Kram wegen mir. Okay, klicken bitte. So, dann kommt die Antragsphase. Das heißt, ich habe jetzt meine Position, formuliere daraus den konkreten Antrag, den ich an den Landesparteitag stellen will. Man kann sich ja mal angucken, was gab es bisher für Anträge, wie wurden die angenommen, als kleine Hilfe einfach, wie ich das Ganze selber formulieren kann. Pack das Ganze dann, weil wir es haben, ins Liquid Feedback, dazu ist es da. Kann uns einen Antrag reinhauen, bewirbt ihn wieder in der Parteiöffentlichkeit, bekommt dort wieder Anregungen, die man übernehmen kann oder auch nicht und erhält auch wieder gleichzeitig dafür den Antrag selber eine Qualitätssicherung, weil die Leute ja sagen, nee, der ist ja blöd, es gibt ja auch Diskussionspads, die verlinkt sind. Und rückt also, wie gesagt, auch da wieder den Antrag schon im Vorfeld in die Parteiöffentlichkeit, die sich im Vorfeld damit beschäftigen kann, die im Vorfeld diskutieren kann und die mir im Vorfeld einfach schon Anregungen geben kann, wie ich es besser machen kann, um einfach Zustimmung von allen Seiten zu erhalten. So, dann schaut man eben, es wird abgestimmt. Ist das Abstimmungsergebnis, wie ist das? Ist der Antrag konsensfähig? Lehnen ihn die meisten ab? Muss ich vielleicht überdenken, ist totaler Blödsinn, den ich da gemacht habe? Habe ich halt viel Zeit reingesteckt? Schade, stelle ich ihn trotzdem noch auf den Parteitag oder erspare ich es der Masse? Ja, wobei ich natürlich wieder sagen muss, Liquid Feedback ist nicht bindend. Ja, das ist natürlich wieder ein Problem. Also es kann sein, dass natürlich im Liquid Feedback mein Antrag abgelehnt wird, am Parteitag würde er angenommen werden. Oder besteht eben doch nochmal vermehrter Diskussionsbedarf, um vielleicht eine Phase zurückzugehen und dann nochmal die Position etwas besser zu bearbeiten. Und dann kommen wir zum nächsten. Den Antrag reicht man fristgerecht ein. Und zwar beim Landesvorstand und beim Wiki. Was fristgerecht heißt, werden wir im nächsten Slot erarbeiten. weil Fristen aktuell gibt es noch nicht, außer für Satzungsanträge.
Und dann kommt man in die Beschlussphase. Das heißt, man hat also seinen Antrag fertig, der ist soweit über die ganzen Tools durchgegangen, die Parteiöffentlichkeit kennt ihn schon, hat diskutiert, findet ihn gar nicht so schlecht. Ich reiche ihn also beim Parteitag ein, stelle ihn vor und dann zieht man mal die Quintessenz aus diesem Antrag und präsentiert einfach nur die Quintessenz. Hallo, darum geht's, Ziel, wie auch immer. Hofft natürlich darauf, dass man durch diese öffentliche Arbeit und transparente Arbeit im Vorfeld schon so viele Leute abgeholt haben, dass die wissen, ah, das ist dies und das und jenes. Der Bedarf also an Diskussionen am Parteitag selber wird dadurch hoffentlich vermindert. Wie gesagt, das ist die Hoffnung. Man kann natürlich gerne auf das Abstimmungsverhältnis dann auch zum Beispiel im Liquid Feedback verweisen, um da schon mal eine positive Grundstimmung zu erzeugen, falls es denn positiv bestimmt wurde. Wenn es negativ war, sollte man es vielleicht lassen. Man sollte Fragen direkt konkret beantworten, nicht ohne große Umschweife und sich dann halt eventuell und hoffentlich über den angenommenen Antrag freuen oder eben dann weinen, wenn er nicht angenommen wurde oder es halt dann besser machen. So viel also zu meinem Konzept, das sind Gedanken, die ich habe, das ist nichts, was jemand machen muss. Es ist einfach nur eine Art und Weise, wie ich glaube, eine Arbeitsweise, wie man sinnvoll unter Zuhilfenahme unserer Tools unter der größtmöglichen Art und Weise schon im Vorfeld die Parteibasis einzubinden, einen Antrag erarbeitet, um eben am Landesparteitag nicht so ein Desaster zu erleben, wie wir es am Sonntag mit den Bildungsanträgen erlebt haben. So, und jetzt haben wir noch, glaube ich, Zeit für Diskussion, eine halbe Stunde, 20 Minuten und ja, bitte. Ja, also die Arbeitsweise wunderbar, wenn sie funktionieren würde. Sie funktioniert aber nicht. Wir haben es genau gesehen bei den Bildungsanträgen. Sie sind monatelang offen diskutiert worden, sind mit Liste gejagt worden und es hat keinen interessiert, es hat sich kaum einer daran beteiligt, im Vorfeld sich damit zu beschäftigen. Weil es ist einfacher und wehenwirksamer, die Dinger auf dem Landesparteitag zu zerreißen. Punkt. Wenn, dann müssen wir das mit den Fristen koppeln, dass wir sagen, wenn ein Antrag reinkommt, das kommt ja dann im nächsten Slot, wenn ein Änderungsantrag reinkommt, dann nur bis zu dem Zeitpunkt, alles andere wird ans Ende des Parteitags gestellt, Ende Gelände. Ganz knallharte Fristen setzen. Ja, natürlich. Das ist in der Frist noch da. Ja, sicher. Aber die vorherige Erarbeitung mit der ganzen Partei, das hat bei den Bildungen nicht funktioniert und die haben es transparent reingestellt. Über das Liquid Feedback kann es nicht. Liquid Feedback ist ein bisschen. Und lauter reden, damit man euch im Screen versteht. Ich habe draußen den Screen geguckt, viele Leute waren gar nicht zu verstehen. Ja, also an das, was du vorgestellt hast, haben sich so ziemlich exakt 0% aller Antragsteller bisher gehalten, in allen Parteitagen. Mit deinem Vortrag wirst du das jetzt wahrscheinlich verdoppeln. Ja, das Schöne an der ganzen Geschichte ist, du sagst zwar, es ist so, aber wie machen wir das denn besser? Weißt du, das ist nämlich das ist das Problem, was wir ja auch gerade haben. Es wird immer gesagt, es ist so und ist so und ist so. Und dann kommt mal jemand und sagt, hier, so ist vielleicht besser. Und dann heißt es, wir erreichen eh keinen. Das ist doch bescheuert. Das ist doch richtig, was du sagst. Nein, das ist bescheuert. Aber meiner Meinung nach müssen wir aus daraus, was du vorschlägst, was wie gesagt Best Practice ist, müssen wir ein System entwickeln, was die Leute in diese Richtung drängt. Es ihnen aber nicht vorschreibt, aber es sozusagen es logisch macht, dass sie das machen in dieser Hinsicht. Es gibt ein paar Sachen, die kann man vorschreiben, aber eben nicht alles. Ja? Das ist ein How-To-Programmantrag. Habe ich auch schon mal einen angefangen zu schreiben und so Sachen. Ja, ist alles schon mehrfach in der Queue und solche Dinge. Das ist alles richtig und wichtig. Aber ich denke, wir sollten einfach nur ein System haben, was so klar festgelegt ist, dass wir viele dieser Punkte damit nicht erschlagen, aber dass sie zumindest es schwierig ist, dagegen dann anzugehen, also sozusagen falsch machen zu können. Und da bleiben uns nicht so viele Möglichkeiten, außer über die Satzung, über bestimmte Systeme das zu definieren. Alles andere ist eben diese soziale Gruppe. Aber du kannst über die Satzung nicht definieren, wie ich einen Antrag erarbeite. Das geht nicht. Du kannst Fristen setzen, das ist okay, aber du kannst nicht sagen, das und das sind die Schritte. Was auch ein Gedanke ist, wenn man halt wirklich möglichst transparent und viel versucht, die Basis einzubinden, dass man quasi der Antragsteller auf irgendeine Art und Weise belohnt, dann beim Parteitag. Vielleicht ist das dann ein Anreiz, dass man sagt, okay, ihr habt das toll gemacht und alle wird eingebunden, ihr landet eben weiter oben zum Beispiel. Basis macht das aber. Ja. Ich habe meine Anträge 4 Wochen vorher auf die PPH. Reaktion 0. Ja. 0. Ja. So, hat jemand jetzt gerade die Rednerliste? Ja, ich habe die Rednerliste. Okay. Ich würde mal interessieren, wie viele der hier Anwesenden können mit Projektmanagement? Also wie viele arbeiten mit dem Projekt? Ich habe keinen Scheiß.
Ich finde die Diskussion, die ihr beide im Moment geführt habt, letztendlich überflüssig. Wenn ich mich hinsetze und baue ein System auf, in dem Fristen geregelt sind, dann brauche ich letztendlich nur jemanden, der in der Lage ist und das Kreuz hat, diese Fristen auch durchzusetzen. Und wenn dann jemand 3 Tage später mit irgendwas kommt, dann sage ich dem, tut mir leid, 3 Tage zu spät, kommt beim nächsten Landesparteitag an die Reihe und verschiebt das Ganze eben hinten nach hinten. Das muss letztendlich dann aber jemand wirklich durchsetzen. Das heißt, die Absprachen, die getroffen werden, die sind dann verbindlich und werden verbindlich durchgesetzt. Und dann hält sich dann auch jeder dran. Ich meine, die meisten hier gehen arbeiten, die in der Firma existieren, die in der Firma, in der die Menschen arbeiten, existieren diese Probleme wahrscheinlich nicht. Und jede Organisation, die effizient arbeiten will, die bedarf ja solcher Strukturen. Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum man das hier nicht durchsetzen kann. Also ich gebe dir recht, wir brauchen Fristen. Ich bin auch absolut dafür. Das Problem, was ich aktuell sehe, ist, wenn wir die Fristen machen zwar die Problematik etwas besser, weil du mehr Vorbereitungszeitraum zwischen dem Fristende und dem Landesparteitag hast. Trotzdem löst es nicht das Problem, dass im Endeffekt es wieder passieren wird, dass dann das Fristende quasi verschoben ist und da wieder dann 100 Anträge reingekippt werden und nicht vorher schon öffentlich vorgestellt werden. Dann darf das Fristende eben nicht verschoben werden. Wenn das 2-4 Mal nicht verschoben wird, dann halten sich die Leute. Das Fristende ist 4 Wochen. Das Fristende ist zum Beispiel 4 Wochen vorher. Das heißt, 5 Stunden vorher fangen die Leute an und kippen ihre 100 Anträge in das Ding rein, um rechtzeitig vom Fristende zu sein. Und das löst die Problematik quasi nicht. Sie verschiebt sie nur etwas nach vorne und man hat natürlich ein bisschen mehr Zeitraum, um sich mit den Sachen zu beschäftigen. Es ist natürlich ein Vorteil, es wird was gewonnen, aber es löst die grundsätzliche Problematik nicht. Dann setzt doch das Fristende so, dass er mit dem, was dann reinkommt, arbeiten kann. Ja. Ich habe Spaß. Du hast ja nur schneller reden, ist das. Also ich habe den Eindruck, dass wir hier so ein bisschen so ein Grundsatzproblem haben, so ein Henne-Ei-Problem. Denn auf der einen Seite will ja jeder die Freiheit haben, Dinge so zu machen, wie er will und nicht sich irgendwelchen formalen Dingen unterwerfen. Und auf der anderen Seite merken wir aber auch, wir haben ein Qualitätsproblem. Ja? Natürlich, in der Form, wie die Anträge nachher dann ausgearbeitet wurden, wie die kommuniziert wurden, das haben wir alles schon gehört. An der Stelle muss ich jetzt auch dieses böse Wort nehmen, was ich total schrecklich finde, aber dieses Thema mit der Professionalisierung. Ja. Also manche benutzen Professionalisierung, um zu sagen, nur Experten können irgendetwas und wissen irgendwas und bezahlt Forschung. Das Thema an der Stelle halte ich Professionalisierung wirklich als etwas, was wir strukturell angehen und berücksichtigen müssen. Und dieser Teil, den jetzt der André hier so von den Phasen her vorgeschlagen hat, das wäre für mich, wenn man das wirklich in eine Form gießt, wo man sagt, Anträge dürfen bei uns nur noch über einen bestimmten Weg eingereicht werden, der eben bestimmte Dinge berücksichtigt. Das ist für mich Professionalisierung, aber strukturell hat eben nichts mit irgendwelchen Finanzgeschichten zu tun, sondern das würde uns allen helfen, weil wir dann auch sagen können, aus diesem Tool, sag ich jetzt mal, wo dann diese ganzen Anträge gezielt reinkommen, kann man auch Übersichten kreieren, kann alles Mögliche machen. Auch für die Anwender nachher ist es wichtig, einfach zu sagen, wenn ich mich informieren möchte, gehe ich in das Tool und da weiß ich, da ist alles. Ja, ich werde nicht so hintenrum überrascht von irgendwas. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, wir haben doch eigentlich dieses Tool. Es ist zwar teilweise ein bisschen umstritten, aber das Feedback ist doch eigentlich anerkannt. Ist aber jetzt erst neu. Das hatten wir halt bisher nicht. Diskutieren wir eigentlich, wir haben doch abgestimmt, wir nutzen dieses Tool. Eigentlich müssten wir damals nur noch bestimmen, dass es verpflichtend ist, dass alle Anträge darüber rein müssen. Es geht um Nachrichten. Man kann darüber Ja und Nein diskutieren. Das ist dieses Delegationsprinzip, was scheiße ist, aber ist auch ein anderer Punkt. Wir haben es bestimmt, dieses Tool wird eingeführt. Und es ist alle da, beziehungsweise man könnte jetzt alle Anträge drüber laufen lassen. Wir wollen einen Weg, wir wollen nicht mehrere Wege, wir wollen einen Weg. Dieses Tool haben wir, also muss es nur noch verpflichtend sein. Es muss die Anträge müssen eine Zustimmung haben und man kann entsprechend eine Frist setzen, dass alle Anträge mit Feedback reinkommen müssen und jetzt 4 Wochen vorher.
Und dann kann man noch daran arbeiten, dieses Lebensfeedback zu verbessern, dass man diese Kritikpunkte an diesem System in Zukunft verbessert. Aber das ist ein Tool, was wir haben. Warum wollen wir denn jetzt 20 neue Tools erfinden? Warum wollen wir denn die Anträge über E-Mail, über Post oder keine Ahnung reinkriegen? Wir haben das Tool, verbessern wir dieses Tool, was wir bereits haben und setzen halt ein paar Regeln noch auf. Aber wir reden jetzt hier über Dinge, die wir eigentlich schon haben. Das verstehe ich nicht. Wir reden darüber, dass wir es auch konsequent nutzen müssen. Das ist halt das Problem. Ja, also, ich wollte jetzt mal eine Lanze für die ganzen Leute brechen, die sich wahrscheinlich in den Augen von den meisten unzureichend für die auf den Landesparteitag immer vorbereiten. Ich habe mir selbst ziemlich große Mühe gegeben, mich darauf vorzubereiten. Ich habe auch wirklich alle Anträge durchgegangen, habe Notizen zugemacht und so weiter und so fort. Und es ist einfach nur eine Drecksarbeit. Man sitzt mehrere Tage lang da und arbeitet Texte durch, muss auch noch nachrecherchieren, damit man Hintergrundwissen dazu hat. Das ist eine Drecksarbeit. Und das wird natürlich auch nicht besser, wenn wir jetzt Fristen haben und das Ganze dann irgendwie einen Monat vorher, dann ist es trotzdem eine wahnsinnige Arbeit, für die die meisten wahrscheinlich noch überhaupt keine Zeit dafür haben. Das heißt, wir müssen irgendwie diesen Prozess auch attraktiver machen. Und mir geht eine Idee dazu schon länger im Kopf rum, die ich einfach ganz kurz hier in den Topf schmeißen wollte, ist, warum machen wir nicht zu ganz vielen Anträgen einfach, dass die ganz kurz vom Antragsteller in einem Video vorgestellt werden. Da hast du auch immer noch 150 Leute, aber sowas guckt man sich viel eher an, als dass man sich zwei Seiten Anträge durchliest. Und wenn man sich dann für was interessiert, kann man sich es immer noch durchlesen. Ich bin jetzt dran, ne? Gut. Also nur ganz kurz als Gegenargument dafür, dann sage ich in dem Video das eine und im Antrag steht das etwas anders formuliert und dann ist also, habe ich mir das Video vorher angeguckt, aber vom Text, den ich dann verabschiede, den Stimme ist ein anderer, ganz große Gefahr. Das ist aber auf dem Landesparteitag genauso. Keine Zwiegespräche, wenn ich das falsch fand. Moment. Ist das nur ein Satz hier? Ja, nur ein Satz. Also wir haben noch 10 Minuten, deswegen bin ich mal auch jetzt hier sich sehr zu reduzieren. Meinung, dass man nur über ein System, das ist gerade wie Mecklenburg-Vorpommern, also in Mecklenburg-Vorpommern haben sie jetzt gerade einen Antrag, das Betriebssystem als verbindliches System einzuführen, nur dann, und zwar modifizieren mit allen möglichen Parametern und so weiter, aber nur dann, wenn so ein System wirklich verbindlich ist und nicht nur blablabla Meinungsbild, dann habe ich zum Beispiel Bock, da auch regelmäßig abzustimmen. Weil irgendwie mir die Mühe zu machen, das in so einem System mir anzugucken und hinterher war es doch für die Katz, weil es eben ja nicht repräsentativ oder nicht verbindlich ist. Ja, danke, nein. Und wenn so ein System verbindlich ist, ich würde zum Beispiel dann gerne bei bestimmten Themen jemanden delegieren, der sich die Mühe macht, die Dinge alle durchzulesen. Wenn ich dem vertraue, dann würde ich dem das auch sagen, dann mach das mal für mich. Dann weiß ich, dass meine Stimme trotzdem zählt, auch wenn ich nicht die Zeit habe, das zu lesen. Und ich bin aktiv in der Partei, ich habe nicht die Zeit, mich mit einem Bildungsprogrammspunkt durchzulesen. Ich würde das gerne an jemanden abgeben, dem ich dazu vertraue. Danke. Thema Matthias, dann der Peter. Also ich finde es schon befremdlich, wenn manche sagen, es funktioniert ja eh nicht, wir haben ja schon alles probiert. Also eine Partei, die als Parteimotto hat, klar machen zum Ändern. Also wir wollen die Gesellschaft ändern, wir wollen die Politik ändern, sind aber nicht in der Lage, uns selbst zu ändern. Ganz ehrlich, dann sollten wir uns gleich hier direkt auflösen, alle nach Hause gehen, noch ein Bier trinken und... Also was wir auf alle Fälle brauchen, meiner Meinung nach, ist es wirklich, wir brauchen Regeln, wir brauchen ein Framework, wie wir arbeiten. Das ist aber eine grundsätzliche Entscheidung. Es darf auf einer Seite nicht zu stark, zu systemisch sein, aber auf der anderen Seite auch nicht so flexibel, dass wir überhaupt nicht mehr zum Arbeiten kommen. Aber das ist halt eine Grundsatzdiskussion, die wir führen müssen. Und ich sag mal jetzt, wenn wir wirklich, ob es jetzt Anträge sind, ob andere Sachen sind, im Endeffekt, wenn es nicht jeder von uns einzeln lebt und vorlebt, und seine Mitstreiter, Mitstreiterin mit ins Boot nimmt, ist egal, was wir entwerfen. Wir müssen das einfach als Kultur leben. Dann wird irgendwann das funktionieren. Es dauert halt nicht bis zur nächsten Landtagswahl, auch nicht bis zur übernächsten, aber von mir aus in 20, 30 Jahren. Aber dann ist es wenigstens was gelebt. Das ist eine Kultur. Das ist der entscheidende Punkt. Also ich will da gleich mal anschließen. Also ich glaube, was wir doch machen, ist vollkommen lächerlich. Wir kloppen jetzt hier in ein paar Tagen, Monaten, irgendwelche Anträge zur Bildung durch. Da haben andere Parteien Jahrzehnte für gebraucht. Wir bilden uns ein, wir machen das jetzt gerade mal so in ein paar Parteitagen, weil die Presse will ja unbedingt Programme haben. Das kann nicht funktionieren, das ist Bullshit. Das ist totaler Irrsinn. Dazu kommt noch,
Ich finde es ja lobenswert, wenn du sagst, ich habe das alles durchgelesen. Ich habe auch alles durchgelesen. Aber ich kann verdammt nicht mal alles verstehen. Ich habe keine Ahnung von bestimmten Bildungsthemen. Jetzt müsste ich mir das drauf schaffen. Dafür gibt es in der Politik Ausschüsse. Da beschäftigen sich Leute mit irgendeinem Thema, machen dann eine Ausschussempfehlung an den Kreisrat oder an den Magistrat und der vertraut in aller Regel auf das Fachwissen der Leute in den Ausschüssen. Wir haben aber keine Ausschüsse. Warum haben wir keine Ausschüsse? Weil wir uns das macht immer die ganze Zeit. Wir gehen nicht an unsere Struktur, ja, Arbeitskreise. Wo kriegst du denn die Kompetenz her? Und dazu hast du ja außerdem noch massenweise Leute, die den ganzen Tag twittern, auf Mailinglisten aufeinander einschlagen. Wo sollen die bitte die Zeit haben, sich Sachen wirklich mal anzueignen? Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin hier im Irrenhaus. Das ist doch ein Ja, ich kann mich wirklich aufregen. Also aus der kleinen Kindererziehung kann ich nur sagen, man sollte positives Verhalten belohnen, negatives Verhalten nicht so ganz belohnen. Und da sind ein Haufen gute Punkte aufgeführt, die einen qualitativ hochwertigen Antrag ausmachen aus Perspektive von euch. Jetzt wäre es eine ganz einfache Lösung zu sagen, wenn wir eine Antragsfrist haben, dann können wir jeden dieser Punkte mit einer bestimmten Menge an Zahlen, Werten, was auch immer versehen, dass wir sagen, ein Antrag, der gut vorformuliert ist, der vorgestellt wurde, der durch die Kreistage getragen wurde, ist plus 10 Punkte. Wenn er ein positives Forum und ein Feedback hat, plus 20 Punkte, dann kriegt man eine andere Summe der Anzahl von Punkten für den Antrag. Und das sollte die Reihenfolge der Anträge auf dem Parteitag sein. Gute nach vorne, schlechte nach unten. Also ich finde das ganze Konzept wirklich hervorragend. Und ich denke auch diejenigen, die jetzt ein bisschen Kritik daran geübt haben, die finden das Konzept eigentlich gut, denken aber, dass es nicht durchsetzbar ist. Und also als nächstes kommen hier eigentlich typisch für Piraten Tool-Diskussionen. das vorhin schon gesagt hier, wir müssen es vorleben. Genau das ist das Richtige. Wir müssen es vorleben und auch öffentlich machen, dass wir es vorleben. Wir haben inzwischen immer mehr Neumitgliederabende oder Nachmittage, Veranstaltungen. Da muss es eigentlich entsprechend vorgestellt werden, als hier, wenn du es so machst, hast du gute Chancen, dass es durchgelingt. Das ist der Weg, genau. Nicht jetzt irgendwelche Tools, irgendwelche Frameworks oder sonst was da machen, sondern einfach vorleben, den anderen sagen, hier, das ist eine Möglichkeit, die hast du, da unterstützen wir dich dabei. Warte mal kurz, also wer jetzt was sagen will, bitte jetzt alle melden. Danach machen wir die Redner jetzt nämlich zu, weil es ist 5:30. Hast du alle? Peter, dann der Friedrich. Ich zieh zurück. Wie heißt du? Klaus. Klaus. Und dann der Michael aus Ungarn nochmal. Der setzt da auch auf. Okay, bitte. Ganz kurz mal. Ich bin ja, wie gesagt, Laie. Ich bin ja erst seit kurzem dabei. Wenn ich jetzt eure Diskussion mal so verfolge, dann ist hier von Liquid Feedback die Rede, von Programmen, von Programmanträgen, die man direkt stellen kann, etc. etc. Also, meine kleine kurze Erfahrung ist die, ich habe mir auch in Zusammenarbeit mit unserem Johannes hier verschiedene kleine Sachen überlegt, die nicht unwichtig sind, aber die in der Masse der vielen Anträge oder auch Liquid Feedbacks oder wie auch immer man das nennen mag, einfach untergehen. Das heißt, wer lautstark brüllt, kommt mit seinen Anträgen, ich formuliere es mal so, durch. Es gibt etwas, was ich hier ein bisschen vermisse, sind so die Regeln des menschlichen Miteinanders. Das heißt also auch mal ein Respekt gegenüber einem Antrag, der vielleicht nicht unbedingt ums große Geld geht oder um die große Macht geht, sondern einfach Anträge, die zum Beispiel auch im Wohle und Sinne der Menschen da sind. Und das geht hier alles einfach irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, unter. Das heißt, ich bitte jeden Pirat eigentlich mal, denk doch mal an die einfachsten menschlichen Regeln des Miteinander Zusammenlebens, des Miteinanderarbeitens, gegenseitigen Respekt. Das vermisse ich ein wenig. Sorry, das muss schon gesagt werden. Du warst eigentlich schon, also vor der Pizza. Nee, dann mach jetzt. Das war sie jetzt. Ja, mach jetzt. Okay. Damit die kleine Szene einfach, dass wir eben diese zwei Gegensätze strukturiertes Vorgehen und
Common Sense auf einer Seite und das auf der anderen Seite totale Freiheit. Und ergibt sich für mich die Frage eigentlich, wie kriegen wir die Akzeptanz der gewissen Struktur, die nach meiner Auffassung zielführend ist, also eine Art Projektmanagement, nicht als Zwang, sondern als etwas, was Common Sense bringt und gesunder Menschenverstand. Es geht darum, Akzeptanz. Ich habe hier keine Antwort, aber vielleicht gibt es hier eine Idee dazu. Nicht nur die Leute, aber das ist eigentlich der Hauptpunkt. Warum gibt es, oder was wollen wir in den zwei Tagen von Parteitag durchziehen? Und bringen wir das alle nun in welcher Reihenfolge? Wo sind die Prioritäten? Beim Papa. Das ist die Frage. Ich glaube, die Hinterliste ist zulegen. Wurde ich gerade übersprungen, das ich wollte eigentlich nur kurz darauf hinweisen, dass das Ganze, worüber wir hier reden, auf Bundesebene gerade ziemlich intensiv in der Antragskommission auch diskutiert wird. Die haben jetzt inzwischen schon einen Autoantrag und so weiter für den Bundesparteitag und sie haben einen Workflow, der auch versucht, die Tools immer bestmöglich einzubinden und sind, ich weiß gar nicht, wie weit sie sind, also ich lese die Mailingliste nur quer, aber wen es interessiert, auf Bundesebene Antragskommission, Julia Schrammer Ansprechpartnerin, die hat sich das auch ziemlich auf die Agenda gesetzt, das effizienter zu machen und das besser zu machen. Also vielleicht auch da mal gucken, was da schon erarbeitet wurde. Der Friedrich, dann der Klaus, der Michael, Sepp und Christian. Gut, was ich zu dem Feedback und sagen wir mal, zur rationellen Durchführung der Landesparteitage sagen wollte, ist, man kann dieses Liquid Feedback ja zur Vorbereitung nehmen, um diese gesamten Anträge, die bei dem Landesparteitag durchgesprochen werden oder nochmal verabschiedet werden, anzusprechen. Das heißt, dass alles das, was im Landesparteitag vorgelegt wird, über das Liquid Feedback schon mal angesprochen worden ist, um zum Beispiel eine grundsätzliche Stimmung einzuholen. Dann sind letztendlich alle zum einen informiert und zum anderen fallen die Abstimmungen und die gesamten Gespräche darüber weitaus effizienter aus. Was ihn angeht, wegen der Kompetenz zu irgendwelchen Themen, ich meine, keiner weiß alles. Und Politik ist ein sehr, sehr vielseitiges Geschäft. Wenn ich über irgendwelche Dinge befragt werde und, sag ich mal, mir das Thema wichtig ist, dann bin ich letztendlich gezwungen, mir, woher auch immer, das Wissen zu holen, das ich brauche, um zu irgendwelchen Themen meine Meinung zu äußern. Das ist ganz einfach so und da stelle ich hier niemanden davon frei. Also letztendlich, keiner weiß alles, keiner hat die Kompetenz zu allem, aber eine Informationspflicht, um, sag ich mal, Stimmung abzugeben, von der kann ich letztendlich keinen freisprechen. Das heißt, in Politik ist auch ein bisschen Arbeit. Ich bin ja jetzt als Nächster dran, das ist eine super Überleitung, ich wollte genau das Gegenteil. Mehrere haben ja zu Recht gesagt, das sind Anträge und ich verstehe es eigentlich gar nicht, was der will. Warum verstehe ich denn nicht, was der will? Weil derjenige sich nicht die Arbeit gemacht hat, es ausführlich zu begründen, warum er keine Quellen einbezogen hat. Wir sind noch im Internet, gell? Er hat keinen Link gemacht, wo ich mehr dazu lesen kann, wie ich will, sondern ich muss mir den Link selber raussuchen, ich muss selber googeln, worüber schreibt er denn jetzt? Das ist doch was, ich kann doch nicht 30.000 Mitglieder oder 3.000, je nachdem was für ein Parteitag ist, kann ich doch nicht was von Latz knallen, wo ich einfach drei Sätze schreibe und jetzt sollen die mal abstimmen. Sondern ich kann doch einfach, wenn ich was will, kann ich das doch begründen. Es gibt zu tausend Sachen Studien, es muss ja nicht gerade von der Bertelsmann Stiftung eine sein, sondern Studien, die von neutralen Organisationen sind und wenn sie politisch eingefärbt sind, von mir aus auch. Aber ich kann doch Studien nehmen, die das begründen und so weiter und so fort. Wenn jetzt 30.000 Mitglieder, die Anträge durcharbeiten, 30.000 mal sich raussuchen, welche Studie passt, dann ist das ja total ineffizient. Wenn wir jetzt einen Antrag nehmen und wir schreiben da rein, da gab es da und da eine Studie, dort und dort eine Studie, da gab es das und so ist es hier und das wurde da schon mal probiert und dann verstehen wir alle den Antrag besser. Ein Punkt, der bei dir ja noch nicht so drin ist in deinem Vortrag, dass ich einfach denke, es wäre gut auch für einen Antrag, wenn er qualifizierter ist. Ich will nicht in die Diskussion einsteigen, wie man das macht, sonst reden wir 3, 4, 5 Stunden, weil das ist noch schwieriger. Ja?
Aber dass ein Antrag an sich belegter sein muss und dass man vielleicht mal Quellen ausweisen sollte oder so, könnte man ja auch mit reinnehmen. Könnte auch ein Ausfallkriterium sein für die Vorlage von Anträgen auf LPTs. Ich wollte eine Sache kurz sagen. Wir hatten jetzt zweimal den Fall, dass wir hier mehr oder weniger so Appelle hatten. Einmal von wegen, wir müssen als Piraten mehr Respekt voreinander haben, wir müssen besser zusammenarbeiten, wir müssen das Ganze vorleben, dieses Konzept. Ich meine, so Appelle sind schön und gut, aber das wissen wir auch selbst. Also wir wissen alle, dass wir irgendwie Respekt voreinander haben müssen und dass wir gut zusammenarbeiten müssen und dass wir das Ganze vorleben müssen. Was wir hier eigentlich machen müssen, ist, ein System zu erarbeiten, dass das Ganze bei uns konkret ändert. Also solche Appelle an sich bringen uns erstmal nichts. Das war das Erste, was ich dazu sagen wollte. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist eigentlich mehr eine Frage, nämlich zu dieser Geschichte mit den Antragsfristen. Wie ist das denn, also ein kurzes Beispiel vielleicht. Wir hatten auf dem Landesparteitag hatten wir die Geschichte mit der Extremismusklausel und dem Extremismusbegriff. Der am Anfang abgelehnt wurde, dann habe ich mich mit dem Antragsteller rausgesetzt, habe das Ganze umgeschrieben und wir haben das dann mit totaler, eigentlich fast einstimmig und alle waren begeistert, haben das Ganze dann angenommen in der überarbeiteten Version. Sowas würde ja dann mit Fristen wahrscheinlich nicht mehr geben. Das heißt, doch, würde. Also darum geht es auch gleich im nächsten Slot. Also da kommt das dann Thema mit ran. Also wegen Fristen bitte ganz gleich weiter. Ich wollte nur ganz kurz sagen, Dankeschön für diese Ausarbeitung bis hierhin. Erstmal kommt der Herr Rohr. Ich hoffe ganz sehr, dass ihr euch bis zum LPT tatsächlich da was einbringt, weil das Problem ist zum Beispiel mit diesen Bildungsanträgen, mit der Geschichte. Ich stand wieder Ochs vorm Berg mit diesem Wust Bildung zu überlegen, so wie bringe ich das denn jetzt ein? Dann habe ich Leute gefragt, habe ich den Stefan gefragt, ich habe andere Leute gefragt, die in der LPT-Leitung drin waren. Die das organisiert haben, habe ich die Leute gefragt, wie mache ich das am besten? Ja, überleg dir doch was, mach doch. Es gab überhaupt keinen Anhaltspunkt. Ich habe mal im LPT vorher geguckt, wie da Anträge waren, habe keine gesehen, die so groß sind wie der Bildungsantrag. Und dachte mir, okay, dann mache ich mal einen Block und dann mache ich das mal kleiner danach. Und es ging in die Hose. Ja, das wäre also schön, wenn wir so ein How-To hätten, also als Lehrer aus dem Ganzen. In irgendeiner Form. Okay, wenn das. Achso. Ja, Michael hat das so schön mit den Appellen, die nett sind und mehr auch nicht gesagt. Ich möchte, wenn, dann doch noch einen Appell anschließen, die Arbeit nicht nur da reinzustecken, die eigene Antragsvorbereitung besser zu machen und auch nicht nur in Tools zu stecken, sondern vielleicht zum Beispiel in die Mitarbeit in einem Redaktionsteam für Anträge. Also wie gesagt, bei mir ist das der Vorschlag mit der AG-Programm, weil ich glaube, dass manche Dinge einfach nur gut laufen, wenn sie von einem Menschen begleitet werden. Eine ordentliche Formulierung einer Begründung in einem Antrag ist etwas, was viele Leute einfach nicht gut hinkriegen. Da hilft ihnen auch eine Richtlinie nichts, dass sie das ordentlich formulieren müssen. Begriffliche Missverständnisse. Es gibt so viele Dinge, an denen Menschen, auch intelligente Menschen, einfach scheitern. Du hast vorhin gesagt, wenn man Sachen ordentlich in Regularien verpackt, dann klappt das ja auch in den allermeisten Firmen. Ich finde, die allermeisten Firmen sind ein gutes Beispiel dafür, dass Dinge einfach nur zu regeln, nämlich überhaupt nicht zu effizienten Ergebnissen führt. Und ich glaube, man muss das einfach menschlich begleiten. Und deswegen irgendwie steckt doch ein paar Prozent eurer Arbeitsbereitschaft vielleicht mit in eine Art Redaktionsteam, keine inhaltliche Redaktion, sondern eine Redaktion, die einfach den Leuten persönlich hilft und damit auch dazu führt, dass in die Parteiöffentlichkeit hinein zum Beispiel Sachen in höherer Qualität und besser kommuniziert werden können. So ein Team könnte zum Beispiel auch sozusagen Punkte vergeben für Antrag X ist so und so umfangreich redigiert worden und diese Punktevergabe könnte ein Anhalt dafür sein, ob der Antrag, also der könnte priorisiert werden im Vorkommen auf dem Landesparteitag. Nicht der Antrag ist inhaltlich so oder so gut, es geht nicht um eine Bewertung, sondern es geht darum, dass man einen Anhalt hat, okay, offensichtlich hat dieser Antrag schon bestimmte Überarbeitungsschleifen durchmacht und deswegen würde ihn die Parteiöffentlichkeit dann möglicherweise ernster nehmen als einen Antrag, der bei dem draufsteht, null Redaktionsarbeit stattgefunden, und von dem man schon direkt ahnt, möglicherweise sind da noch basale Fehler drin
weil es hat sich keiner die Mühe gemacht, das mal auszumerzen. Wir kommen einfach nicht um persönliche Arbeit und Engagement von Menschen drumherum, nicht mit Tools und nicht mit Konzepten. Auch wenn ich das alles sehr sinnvoll finde und selber solche Konzepte jederzeit beachte. Wobei ja in so ein Konzept sich so eine Gruppe quasi einfügen kann, dass man sagt, ja, man leitet quasi zur Qualitätsprüfung das an ein Team weiter. Gut, Zeit ist abgelaufen, schon seit 10 Minuten. Ich will nicht Ralf noch mehr Zeit klauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Die konstruktiven Anmerkungen aus dem Plenum werde ich mitnehmen, die anderen nicht. Und ansonsten geht es jetzt um die Satzung, wie man das Ganze fristentechnisch ein bisschen noch besser machen kann.